Herzlich willkommen zu einem Videopodcast des Deutschen Theaters. Wir möchten Ihnen heute eine Produktion vorstellen des jungen DT. Corpus, ein Körperprojekt mit 7 jungen Menschen und einem gestandenen Schauspieler mit Bernd Moss. Und dazu gehen wir jetzt nicht ins Theater, sondern in den Robert-Koch-Hörsaal der Charité. Wir haben für Sie das Team von Corpus bei den Proben ein paar Tage vor der Premiere besucht. Warum Corpus nicht im Deutschen Theater, zum Beispiel in der Box, sondern eben in diesem historischen Hörsaal aufgeführt wird, dazu Birgit Lengers vom jungen DT. Also eine Idee war, dass wir uns auch mit unseren unmittelbaren Nachbarn auseinandersetzen wollten, und das ist ja die Charité, die direkt ums DT herum gruppiert ist. Und dann liegt es natürlich am Thema. Also das Thema war Körper, und dann war unsere Vorstellung, dass wir in diesem Hörsaal, in diesem historischen Hörsaal, quasi theatral dieses Thema sezieren und auseinandernehmen könnten aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das hat sich eben auch angeboten, mit verschiedenen Mitteln das zu machen und verschiedene Texte zum Thema auch zu recherchieren, Experten der Charité zu befragen, aber auch eigene, das zu kombinieren mit eigenen Geschichten der Spieler, mit ganz persönlichen Körpererfahrungen, Körpergeschichten. Woher wissen Sie, dass Sie einen Körper haben? Was lässt Sie denken, dass er Ihnen gehört? Woher wissen Sie, wo er anfängt, wo er endet? Wie behalten Sie die Übersicht über seine Lage im Raum? Ihr Gehirn macht das für Sie. Ihr Gehirn verbindet zu jeder Zeit jeden Punkt Ihres Körpers mit jedem Punkt in diesem Raum. Regie und Choreografie bei Corpus haben Gudrun Herbold und Bettina Tornau übernommen. Ja, das Thema ist ja, wird sehr schnell sehr persönlich, und die größte Herausforderung für mich war, da eine Gratwanderung zu schaffen, dass es tatsächlich persönliche Erzählungen gibt, auch von den Beteiligten, nicht nur allgemeine oder zu kryptische, zu abstrakte Erzählungen, sondern auch persönliche Erzählungen, die aber trotzdem den Einzelnen nicht zu intimen oder nicht zu private Dinge äußern lassen. Ich bekam nach dem Essen quasi einen richtig dicken, aufgeblähten Bauch, und die Luft ist dann auch im Bauch geblieben, sodass sich mein ganzer Bauch total zusammengekrampft hat, teilweise den ganzen Tag lang, das hat richtig wehgetan. Ich bin dann zum Arzt gegangen und die Ärztin hat einen Warnschuss. Stopp! Einmal wurde ich von 2 Sanitätern angesprochen und die haben mich gefragt, ob alles in Ordnung mit mir sei. Und ich war so, ja, klar, natürlich. Was soll denn sein? Okay, ich muss zugeben, ich habe ordentlich was getrunken. Allerdings, als ich dann zu Hause war, habe ich meine Jacke ausgezogen und mein ganzer rechter Arm war voll verkrustet von schwarzem, geronnenem Blut. Stopp! Und Pause! Lieblingskörperteil! Der Hörsaal ist für Regie und Choreografie eine zusätzliche Herausforderung, bietet aber auch spezielle Möglichkeiten. Schenkel! Ja, und er gibt eine Spannungsgrundlage, weil es eben ein wissenschaftlicher Raum ist, in der dann halt biografisches Material und vom Schauspieler Bernd Moss gesprochene wissenschaftliche Texte mit einbringen und das miteinander so in Reibung zu bringen, also das Individuelle, das überpersönliche, gesellschaftliche Körperbilder zu bearbeiten und die miteinander in diesem Raum in Spannung und in Schwingung zu bringen. Darum geht es uns, oder? Mhm. Ja. Und dann habe ich in der Schule gesessen und habe immer versucht, so subtil sexy auszusehen, mit so einem U-Mund. Das heißt, du machst die Augenbrauen so ein bisschen hoch und den Mund so mit U. Und ich dachte, ich sehe total sexy aus. Und dann kam eine Freundin von mir zurück vom Klo und hat mich eben von vorne gesehen und guckt mich an und sagt, was U? Und da habe ich gemerkt, es klappt gar nicht, so wie ich das dachte. Bianca, du bist ja eine der 7 jungen Darsteller in diesem Stück Corpus. Es kommt euch da auch ziemlich nah. Also ihr untersucht euch ja gegenseitig. Ist das nicht schwer gefallen, so auf jemanden Fremden zuzugehen? Am Anfang ja, am Anfang waren wir auch so hi. Und dann irgendwann mussten wir halt, und dann lernst du irgendwie den Körper vom anderen kennen und merkst so, krass, guck mal, was der für eine Stelle hier hat. Oder, das heißt, ich kenne den genauer als meine Geschwister oder so teilweise. Und dann ist man schnell körperlich so, dass wir eigentlich jetzt am Knutschen und am Knuddeln sind. Und man kriegt, also ich kriege dann so ein, ich
fand, du stehst vor dem Körper, der eigentlich irgendwie fehlerhaft ist und denkst so, guck mal, wie schön, guck mal, was der kann auch alles, der Körper. Das war schon schön zu erleben, dass man was ganz toll finden kann, was gar nicht so toll sein muss. Jetzt solltet ihr ja auch in Corpus eigene Körperlichkeiten von euch geben, also erzählen, was gefällt euch nicht an eurem Körper, was für Krankheiten gab es vielleicht, wie war da der Sprung, das dann tatsächlich auch zu tun? Der war ganz, ganz groß, das war auch so ein, also das, mit dem ich so mitgekämpft habe, warum ich es auch machen wollte, für mich ist es so eine totale Gratwanderung, weil ich eigentlich so irgendwie schon auch viel anecke mit meinem Körper, der irgendwie viel Frau, viel Fleisch ist und so, und dann wurde ich auf einmal in so einer Situation geschmissen, da drüber zu reden und zu gucken, okay, jetzt stelle ich den mal hier zur Debatte. Und das war richtig schwer teilweise, aber dann kommst du vielleicht, und Glück ist auch an so einen Punkt, also ich kam an diesen Punkt, dass ich mich so angucken konnte, wie ich die Person neben mir angeguckt habe, dass ich ganz lieb dazu sein konnte. Guck mal, es ist doch irgendwie schön, was der alles kann. Auch wenn der so viel ist, das ist gut. Wie ist das denn so, mit einem Ensemble zu arbeiten, mit Laienschauspielern? Am Anfang ist es tatsächlich beängstigend, mit so vielen Jugendlichen zu arbeiten. Also bei normalen Kollegen, anderen Schauspielern, da weiß man, was einen erwartet. Da hat jeder seinen Text gelernt, mehr oder weniger. Da geht man rein, da gibt es eine Konzeptionsprobe. Diesen Ablauf, den ist man gewöhnt, den gab es hier so nicht. Sondern die Jugendlichen haben halt eher sowas, die quatschen einfach, die machen einfach. Und man selber fühlt sich plötzlich wie sein eigener Erdkundelehrer und denkt, gerade dachte ich wäre noch relativ jung, plötzlich habe ich das Gefühl, ich bin ungefähr 100 Jahre alt. Aber das hat sich dann jetzt mit der Zeit so gegeben. Man nähert sich an, es bleiben trotzdem so Unterschiede da. Also wäre auch komisch, wenn nicht. Aber bis jetzt ist es sehr fruchtbar, sehr, sehr schön. Als Schauspieler hat man ja sowieso immer viel mit seinem Körper zu tun, muss damit umgehen. Jetzt geht es hier um Körper. Hat sich trotzdem auch Ihre Sicht auf den eigenen Körper verändert? Ja, ich weiß nicht, ob sich meine Sicht auf meinen Körper verändert hat. Auf jeden Fall hat sich sozusagen ein Fokus hingeschoben auf das Alter, was ich bis jetzt tatsächlich nicht hatte. Plötzlich merke ich so im Unterschied zu den ganzen Jugendlichen, wo es zieht, wo es zwackt, wo es dick ist, wo es wackelt, wo es nicht mehr so stramm ist, wo es plötzlich darum geht, wenn man sein T-Shirt auszieht bei einer Probe, ist der Vergleich mit einem 17-Jährigen, der verwirrend, wo man daneben steht und denkt, das möchte ich nicht. Ich möchte lieber jetzt mit Anzug und Flieger auftreten. Das Körperschema stellt andauernd kleine Modelle ihres Körpers dar. Deshalb können Sie auch zum Beispiel nach etwas greifen, ohne hinzusehen.